Was mit der Tür? Hä? Ah, der ist da hinten. Da würde ich nämlich gerne. Dieser Obelisk scheint uralt zu sein. Leider kann ich diese Runen nicht lesen. Und ich kann offensichtlich auch nichts spenden. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Welcher Quest folge ich denn gerade? Schrein, oh ja. Leichnam. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, fangen wir damit an. Gucken wir mal gerade hier noch lang. Lang kommt man da ja anscheinend. Laufen da jetzt hin. Unbekanntes Kraut. Sowas macht mich wahnsinnig, muss ich ehrlich zugeben. Weil. Da lang? I don't know. Ah, sieht gut aus. Ich sehe da auch schon Ertrunkene. Recht viele. Genug. Reicht. Ups. Sag mal. Ja, kommt. Ja, ich bin on the way. Ich höre dich rufen, aber ich kann... Die Götter kommen. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. Okay, da ist irgendwie ein Altar. Das echt so viele? Okay. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Ich
Stirb, mein kleines Schätzchen, stirb! So. So. Na, auf. Obwohl Ungeheuer das Fleisch des Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden und ein scharfes noch dazu. Das Kreuz, Wodiano. Alter, ah ja, okay, da kann man wieder irgendwie Zeug. Lager. Interessant. Ich da nicht eben. Ja, dann. Okay. Jetzt bin ich tot, aber sowas von. Ich hoffe jetzt einfach mal. Nee, das ist ein bisschen mehr, was wir nochmal spielen dürfen. Schade. Ah. Also. Ah, ich sollte in der Nähe der Tongrube nach Berenga suchen. Ich muss mit Kalkstein quatschen. Und ich muss zu den Tongruben gehen. So, da ich jetzt hier halt niemanden langweilen will, bringen wir erstmal Großväterchen weg. So. Ich habe halt keine Ahnung, wo lang. Ich würde halt schätzen, da lang. Keine Ahnung. Ist schwierig. Prinzipiell müsste es quasi hier durchgehen. Aber da sind halt voll viele Ertrunkene. Und so Zeug. Und denen würde ich ja gerne irgendwie aus dem Weg gehen, so ein bisschen gerade. Ja. Na. Hilfe. Heute habe ich es aber mit dem Sterben. Halleluja. Gut. Dann, nochmal. Okay, also. Dann gucken wir uns das doch nochmal an. In der Nähe der Tongruben nach Berenga suchen. Kalkstein quatschen. Tongruben. Habe ich eigentlich noch irgendwas anderes, würfelmäßiges? Nein. Ich könnte natürlich auch das machen. Ach komm, wir versuchen das nochmal mit den Tongruben. Also die Tongruben sind ja nicht das Problem. Das
Problem ist ja mehr. Was quasi danach kommt. Es geht doch nichts über Fleisch. So. Ja. Ja, ich bin dabei. Überreste. Überreste. Da ist ein kleiner Junge. Diese Mord. Die ja, wer stimmt? Genau. Weil ich muss hier was tun. Auch willst, ja, kriegst du. Kannst du. Kannst gerne kriegen. Wieso ist der eigentlich immer noch da? So in der Scheiß. Tongruben, da arbeiten diese Irren. Die sahen ganz normal aus. Ziegelbrenner tun. Hinter mir ist ein Ertrunkener. So, als wären sie normal, verbergen ihren Glauben. Wisst ihr, dass diese Schwachköpfe Fischmenschen anbeten? Hinter mir ist ein Ertrunkener. Schleimige Reptilien mit Glubschaugen anbeten. Diese Vodianoi können nicht mal sprechen. Man muss mit Hilfe von Objekten kommunizieren. Geht es etwas ausführlicher? Menschen hinterlassen auf speziellen Altären Objekte. Jedes Objekt hat eine symbolische Bedeutung und wird sinngemäß interpretiert. Die Vodianoi antworten auf dieselbe Weise. Was für Objekte? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Da müsst ihr schon mit einem Gläubigen reden. Aber Ziegelbrenner geben sich bei potenziellen Gotteslästerern eher zugeknöpft. Schön. Darf ich jetzt endlich gegen den kämpfen? Meine Beine tun weh. Ich falle mit dem Gesicht in den Staub. Die Götter kommen wie eine Sturmflut. Hey. Sie steigen empor wie Könige auf ihren Thron. Willst du eine Tracht Prügel? Ich rufe euch aus den Tiefen. Kommt. Was zum Teufel? Denn ich frage euch, wer steht über den Göttern? Was zur Hölle ist das für ein Kind? Okay, jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt muss ich erst. Ach, Quatsch. Haben wir es jetzt erstmal, ja? Na. Na. Ich will doch nur die Überreste da plündern. Und ein bisschen. Okay, das... Hey, willst du an... Ich rufe euch... Was zu... Denn ich frage... Komisches Kind. Das ist langweilig. Ja, dann geh weg. Ganz einfach. Da sind auch noch Überreste. Da ist Schillkraut.
Da sind verstümmelte Leichname. Name. Ja. Da gibt's Dinge. So, Beringer ist. Ja, wir müssen da gleich mal in Ruhe gucken. Das ist dieses komische Vatjanav. Göttergedöns. So. Dann gucken wir einmal gerade. Berengars Geheimnis. Er ist tot. Ich werde Wesemir bei unserem nächsten Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Okay, damit ist der erstmal erledigt. Das freut mich. Kalkstein. Ich habe 5. Ach so, das ist das, ja. Ich muss Großfeldherrn zum Militelestein finden. Na. So, Tongruben. Das machen wir doch jetzt erstmal. Weil alles, was ne, so fertig ist, ist gut, wenn das weg ist. Und das ist der andere Weg, ne? Ja, es ist außenrum irgendwie. Ja. Na? Sonst noch wer? Nachschlag gefällig? Nicht, das freut mich. Genug, es reicht. Genug, es reicht. Was ist denn zur Hölle hier los? Ich verstehe es nicht. So. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso? Und das jetzt zum dritten Mal. Es tut mir leid, Leute. Dass ihr euch das jetzt nochmal angucken dürft. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen unfähig, habe ich das Gefühl. Na? Ja. Wie mich das nervt, ne? Langweilig. Das ist unglaublich. Das nervt mich so richtig. Diese morastigen Löcher müssen leben. Ich muss mir merken, dass ich da lang gegangen bin. So. Tongruben. So, das haben wir ja uns gerade eben erst angehört. Ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner übel, dass ich das etwas überspringe. Einfach. Weil nö. Ja, kommt her. Keine Bange, Großväterchen. Ich sterbe ja nur. Wenn überhaupt. So.
glaube, wir haben's.